Servus und willkommen zu einer neuen Folge Jagged Alliance 2. In der letzten Folge haben wir den Sektor G8 von Cumbria eingenommen. Innerhalb einer einzigen Folge. Ziemlich geil. Ich glaube, das ist Rekord gewesen. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen den Sektor auskundschaften. Ob sich hier noch ein paar, ja, Leutchen aufhalten. Und danach werden wir hier auch Milizen ausbilden und auch direkt in den nächsten Sektor ziehen. Wow, das war jetzt nicht gut. Da habe ich mich verklickt. Aber Gott sei Dank nichts passiert. Wenn jetzt ein Zivilist oder so im Weg gestanden wäre, dann hätte es ziemlich böse enden können. Oh, und er hat sich geduckt. Sorry, das war keine Absicht. Okay, Kleber- und Arztkoffer. Was haben wir hier hinten? Es dürften Toiletten und sowas sein. Ja. Was haben wir hier? Schlafzimmer, oder? Ja, tatsächlich. Schauen wir mal hier in den Schrank rein. Okay, da ist nichts. Hier irgendwo war der mit dem Rollstuhl. Hier, hier vorne, glaube ich. Schauen wir nochmal. So, was ist hier los? Oh, babam. Da ist nichts drin, oder? Nee, dann lassen wir dieses Haus mal. Können wir mal gucken, ob wir hier hinten noch irgendwo eine Tür finden. Ah, hier ist eine Tür, alles klar. Das sind, glaube ich, zwei Apartments. Ja, du kannst auch herlaufen. Okay, oh, da ist noch ein Schränkchen. Aber ich würde sagen, mehr als Geld und so Kleinigkeiten sind in den Wohnungen eigentlich eh nicht vorhanden. Deswegen, hey, weg da. Reden wir lieber mal mit den Zivilisten. Vor allem war da ja noch so eine Terroristin. Lass wir mal gucken. Eventuell können wir sie ja umbringen, aber dann müssten wir ihren Kopf mitschleppen. Das dürfte nach einer Weile ziemlich müffeln. Die war hier oben, oder? Wo sind die hingelaufen? Keine Ahnung. Naja, gucken wir mal. Hallo? Ach so, so. War der hier drin? Ah ja, tatsächlich, Terry. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Hallo. Okay. Ich habe ja Verständnis für diesen Krieg, aber diese Sache müsste man doch auch mit einem Attentat regeln können. War nett, mit Ihnen zu reden. Okay, der hat uns nicht viel zu erzählen. Tagsichtgerät, Nachtsichtgerät. Yes, baby. Bingo, würde ich sagen. Da darf einmal Raven kommen. Oh, wo sind wir? Hier sind wir. So, prima. Aber der Terry steht im Weg. Ah, da komme ich nicht hin. So, sie bekommt auf jeden Fall das Nachtsichtgerät. Und da ist die Schlumpe auch schon. So, einmal Nachtsichtgerät und eine Dragunov. Nee, die Dragunov lassen wir erstmal. Wunderbar. Sie hätten verduften sollen, als sie noch die Möglichkeit. Oh. Oh. Hoppala, dann dürfte er auch einer der Terroristen sein. Okay. Oh, muss das checken. Hier gibt's Bonbons. Okay, 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 okay. Die beiden haben jetzt ziemlich ekelhaft Schaden gefressen. Hm. Wollen wir ihn vielleicht zuerst angreifen? Ich habe halt keine Ahnung. Weil das war jetzt echt unnötig. Wobei, ich bin am Überlegen. Nehmen wir die mal alle mit. Weil sie hier haben wir ja auch noch. Müssen wir jetzt mal so ein bisschen... Hä, wo ist Sinan? Achso, da vorne steht er, alles klar. Während wir Milizen ausbilden, können wir die ja alle heilen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so das große Problem. Aber wir können natürlich mit einer eher unwichtigen Person sie hier ansprechen. Hi. Grüß dich. Ihr solltet einfach das ganze verdammte Land hochgehen lassen. Aber ich will's als Erste wissen. Ich muss über einiges nachdenken. Ich lass dich mal allein. Das ist eine Terroristin, da bin ich mir zu 99% sicher. Aber wir haben... Ich weiß gar nicht, ob wir die Quest zuerst annehmen müssen. Ich glaube schon, weil ansonsten bringen uns die Köpfe jetzt nichts. Die können wir hier ja mal stehen lassen und, ja, eventuell später darauf zurückkommen.
Okay, Terry ist erledigt. Dann hatten wir hier vorne noch... Wo ist Sinan? Hä, wo ist Sinan schon wieder? Wäre nicht ein bisschen blöd? Sinan! Da ist Dimitri. Ach, hier vorne, alles klar. Hier gab es ja noch irgend so eine alte Frau. Wie hieß die? Martha oder so. Da ist ein kleiner Junge. Mal sehen, was die uns zu erzählen hat. Okay, die ist hier drin. Ist hier irgendwo eine Tür? Hier ist die Tür. Reden wir mal mit der Martha und schauen mal, ob sie uns irgendwas zu sagen hat. Hallo? Ich bin Martha Graham. Grüß dich, freut mich, dich kennenzulernen. Ich brauche Hilfe. Mein Junge, Joey, ist von zu Hause weggelaufen. Er ist erst 15 und ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Wir haben überall nachgefragt. Keiner von seinen Freunden scheint zu wissen, wo er steckt. Vielleicht hast du ihn gesehen. Er hat einen Ohrring am linken Ohr. Naja, du weißt schon. Sowas tragen sie alle heutzutage. Das hat nichts weiter zu bedeuten. Er hat einen Mittelscheitel. Ich glaube, er hatte seine blaue Jacke an. Aber ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht auch sein gelbes Hemd. Er hat nichts mitgenommen. Und die Kleider fehlen. Er könnte sie vielleicht anhaben. Vielleicht könnten sie die Augen offen halten. Er ist wahrscheinlich in irgendeiner Stadt. Er hatte nie viel im Sinn für die Wälder. Vielleicht in Estonia. Da gibt es viel Spannendes in den Abfallhalden. Vielleicht ist er zu den Ruinen in Chicena gegangen. Oder in die Stadt Alma. Nee, da gibt's zu viele Soldaten. Ich hoffe nur, dass er nicht nach San Mona gegangen ist. Da gibt's nur leichte Mädchen und Alkohol und Schwierigkeiten. Wenn du ihn findest, bringe ihn bitte zurück. Ich kann die Armee nicht um Hilfe bitten. Sie würden ihn nur anheuern. Und das Letzte, was ich erleben möchte, ist, dass Joey für die Armee und für diese Frau arbeitet. Alles klar, ich glaube, der hält sich in San Mona auf. Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist. Er ist so rebellisch gewesen in der letzten Zeit. Okay. Es kommt mir noch vor wie gestern, dass ich seine Windeln gewechselt habe. Alles klar, die scheint uns nichts Wichtiges mehr zu erzählen. Gibt's hier noch sonst irgendwelche Zivilisten? Ansonsten würde ich sagen, dass wir sogar direkt mit der Milizenausbildung anfangen. Und dieser Joey, soweit ich mich richtig erinnern kann, hält er sich in San Mona auf. Bei den Bitches. Ah, okay, die Tür steht schon offen. Alles klar. Oh, hier ist eine Truhe. Dürfte eventuell gesichert sein. Müssen wir mal gucken, ob wir die aufbrechen können. Ansonsten muss da mal Static ran. Okay, Platinum und Wein. Wein ist sehr lecker, aber den brauchen wir in dem Spiel jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier vorne noch? Gar nichts mehr, auch nur so eine Wohnung. Alles klar, dann würde ich sagen, fuck off. Sinan ist voll auskuriert. Dann darf er erstmal hier Training Miliz. Schaut's bei Cliffy aus. Cliff ist auch fit, alles klar. Einmal Training Miliz. Und dann darf erstmal Static verbunden werden. Weil er hat ja gerade ziemlich krass kassieren müssen. Patient und bei der Doktor. Dimitri und Raven hat, glaube ich, auch ein bisschen kassiert, gell? Ja, da machen wir einmal hier Patient. Wobei wir gar keinen Doktor haben, aber das sollte eigentlich gehen. Ich glaube, Spider kann sogar beide heilen. Speichern wir nochmal zusammen. Und ich sehe gerade, dass ich hier mal wieder die Namen erneuern könnte. Wir sind jetzt nämlich in Cambria. Oder Cambria. Ja, dann einmal hier Zeitraffer. Ich wusste, dass ich besser werden würde. Was mich ein bisschen... Machen wir mal Stopp. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sind die hier. Das sind 20 Gegner. Wie machen wir das? Wollen wir die Milizen mal so aufteilen? Ich habe keine Ahnung. Wir können ja jetzt mal abwarten. Je nachdem, wo sie angreifen, können wir ja nochmal neu laden. Das ist ja jetzt nicht... Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich wusste, dass ich besser werden würde. Auftrag ausgeführt. Wunderbar. Ein Packerl grüne Milizen ist schon fertig ausgebildet. Ich bin soweit. Es geht ja ziemlich schnell. Ira darf hier hinten nochmal fertig ausbilden. Das sind ja eh nicht mehr viele. 6 Grüne haben wir da noch. Diese Söldner schlafen, alles klar.
Warte auf neuen Befehl. Okay, Raven ist fertig verbunden. Prima. Dann darf sie jetzt mal ein wenig trainieren. Und zwar... Medizin vielleicht? Schadet nie, oder? Ja, ich denke, das sollte passen. Schaut's bei Static aus? Ja, da ist auch schon fast heile. Ira ist auch schon fertig. Alles klar. Dann können wir eigentlich... Ja, dann darf die da einfach mal rumstehen. So wichtig ist das jetzt nicht. Müssen jetzt mal schauen, dass wir hier die Milizen fertig ausbilden. Dass wir dann quasi direkt in den nächsten Sektor ziehen können. Das werden wir, denke ich, in der Nacht vom Tag 42 machen. Das heißt, noch einen Tag hier ausharren. Was soll ich als nächstes angehen? Okay, erledigt. Was jetzt? Bin auf dem Laufenden, man. Okay, wunderbar. Dann darf Spider einmal... trainieren. Oder sogar schlafen? Nee. Das ist schon Mitternacht. Wobei, wie schauen die eigentlich aus? Grüne Milizen sind jetzt zwar nicht unbedingt die Welt, aber wenn die alle fit sind, dann könnten wir im Prinzip schon den nächsten Sektor angreifen. Nee, Raven ist im Arsch, okay. Dann darf die nochmal kurz weiter trainieren. Dann darf Spider auch mal kurz trainieren. Treffsicherheit und Static darf man wieder ein bisschen Zeug reparieren. So, aber... Nee, das lassen wir mal. Lassen wir wieder die Zeit weiterlaufen. Ach so. Da war ich jetzt gerade ein bisschen verplant. Da ist die Zeit schon wieder stehen geblieben. Okay. Schaut's mit der Miliz aus? Ne? Kann ja zwischendurch nochmal speichern. So, das müsste dann aber langsam hier vorangehen. Langsam macht die Sache Spaß. Nee, also das wird, glaube ich, erstmal nix. Warum? Sag mal, bin ich komplett bescheuert? Warum bilden die keine Milizen mehr aus? Gott, Sinan. Ja gut, dann würde ich sagen, dürfen die beiden mal kurz noch ausschlafen und dann ziehen wir direkt in den nächsten Sektor. So, alles klar. Diensttrupp 1. Wobei, lassen wir ihn noch ganz kurz pennen. So, wunderbar. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Okay, Mad Dog interessiert uns erstmal nicht. Spider, Diensttrupp 1. Static, Diensttrupp 1. Und Raven, Diensttrupp 1. Und die ist schon im Arsch. Wahnsinn. Lassen wir sie nochmal ganz kurz pennen. Weil bis 6 Uhr früh ist es, glaube ich, eh hell. Können wir erst auch so um 4 Uhr angreifen. So, wie schaut's aus, Lady Raven? Noch kurz pennen? Ja, okay, das sollte passen. In welchen Sektor wollen wir denn? Wollen wir hier nach Osten? Oder nach Norden? Ich würde sagen, wir räumen mal von unten aus auf. So, machen wir hier nochmal ein Safe State. Cambria 2. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter in den Sektor. Verzeichne Feindkontakt. Wunderbar. Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay, das ist dunkel. Dann würde ich sagen, einfach mal hier oben in die Ecke. Wunderbar. Und Spider sollte vielleicht mal ihre Waffe in die Hand nehmen. Einmal Stealth-Modus. Schaut's bei den anderen aus. Dimitri auch Stealth-Modus, bitte. Hallo? So. Static darf auch mal seine Waffe in die Hand nehmen. Und dann laden wir da mal fix nach. Dann Raven. Auch einmal nachladen. Und in Stealth-Modus. Darf sie mal ein paar Schritte vor. Static auch. Und Raven. So, Sinan darf auch mal nachladen. Einmal Stealth-Modus und hier vor, bitte. Und ich würde sagen, die anderen drei dürfen da einfach mal rumstehen. Die brauchen sich jetzt nicht unbedingt hinlegen. So, dann setzen wir nochmal ein paar Safe States, dass wir hier sicher sind. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon direkt los mit dem Angriff. Aber das war ja gerade echt ein bisschen blöd mit den Milizen. Wann haben die denn damit aufgehört? Habe ich da irgendwas weggeklickt aus Versehen? Das ist ein bisschen mies, aber... werden wir uns später drum kümmern. Eventuell fliegen wir sogar Ira mit rein.
Und das Gute ist, Raven hat jetzt ein Nachtsichtgerät. Das heißt, sie dürfte jetzt auch ein Feld weitersehen. Das ist wunderbar. So, mal kicken. Ich trinke derweil mal schnell was. Zeit, den Müll rauszubringen. Eieieiei, mitten im Trinken, Wahnsinn. Gut, Raven sieht ihn nicht, Static sieht ihn auch nicht, hä? Aber das geht, alles klar. Dann einen gezielten Kopfschuss, bitte. Wow, 57, kritisch. Ja, dann noch einen in den Torso, wunderbar. Und es dürften auch die ganzen Gegner angelaufen kommen. Deswegen darf Raven auch mal hier vor. Die dürfte jetzt genauso weit sehen wie alle anderen. Bei Sinan ist jetzt quasi ein Feld hinten und die anderen beiden jeweils ein Feld vorne. Jetzt können wir nur hoffen, dass in dem Sektor nicht so viele Schwarzhemden sind. Aber es sind sehr, sehr viele Gegner im Sektor. Oh, okay. Naja, mal gucken. Okay, prima. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ciao!